Museum und Fabrik. In St. Petersburg geht das zusammen. Eine Fabrik für laminierte Kunststoffe und das Street Art Museum. Das Museum entstand 2012 nach einer Graffiti-Party in einer der verlassenen Werkstätten der Fabrik. Das zentrale Thema: ein Dialog zwischen der postsowjetischen industriellen Ästhetik und moderner Straßenkunst. Eine Museumsführerin: wir gehen eine Symbiose ein. Die Fabrik schließt nicht. Das ist zuerst mal eine echte Fabrik. Die Fabrik wird vom Museum beeinflusst. Das ist eine Begegnung und Interaktion, die meiner Meinung nach beide Seiten bereichert. Zu sehen sind eine Dauerausstellung mit rund 50 Arbeiten zeitgenössischer Künstler im Produktionsbereich außerhalb und innerhalb der Fabrik, mit Wandgemälden moderner russischer Straßenkünstler, und temporäre Ausstellungen laufen extra. Eine Besucherin aus Moskau: ich wollte unbedingt mal was Außergewöhnliches sehen, nicht nur Kathedralen und Museen. Ich suchte nach ungewöhnlichen Orten in St. Petersburg und das Internet empfahl mir diesen Ort, also bin ich hier.